Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozri hier. Und heute gibt es neue News zum globalen Dokkan Battle und diesmal halte ich sie auch wirklich kurz, denn zum einen kommt das neueste Update 3.8.1 und Angel Gold Free, das Dokkan Event wurde angekündigt. Wann kommt das Ganze? Am 15.03. 10 Uhr morgens unserer Zeit geht das Ganze online. Das ist diesen Donnerstag der Fall, denn es gibt eine Serverwartung. Dieses spielt sich dann auch. Ich habe hier Freitag hingeschrieben, das war ein Fehler. Habe es dann nochmal korrigiert. Sorry an der Stelle. Donnerstag, nämlich von Donnerstag ab 1 Uhr nachts quasi bis 10 Uhr morgens geht die ganze Wartung. Es sind 9 volle Stunden und danach wissen wir ganz sicher, kommt das Dokument von Freezer und das Update 3.8.1, richtig. Vielleicht fragt ihr euch, was mit Extreme Sea Battle und Extreme Sea Awakening? Nun, eigentlich sollte das wirklich auch genau zu diesem Zeitpunkt kommen, denn der Teaser ist schon längst vorbei und ich meine, die Wartung geht 9 Stunden lang und das ist eine sehr lange Wartung und da kommt ein neues Update und mit dem Update, also wegen den Gründen, dass es ein neues Update ist und dass die Wartung 9 Stunden geht, sollte eigentlich danach zeitgleich das Extreme Sea Battle und Extreme Sea Awakening kommen. Im schlimmsten Fall wird es dann noch in der folgenden Woche kommen, aber allzu lange sollte das nicht mehr brauchen, denn der Teaser ist ja schon längst offline, Upcoming New Function, das wussten wir, dass es heute offline geht und nach dieser Niesen News kamen dann eben die neuen News rein mit dem Update, mit Angel Golden Freezer, mit der Serverwartung und dementsprechend sollte das Ganze dann auch kommen nach dem ganzen Teaser. Falls ihr euch fragt, wo wissen wir das Ganze, ey, Ozri, woher weißt du das eigentlich, dass das genau fest am 15.03. kommt um 10 Uhr morgens, denn hier steht ja quasi dran, coming soon in den Ingame News, ja, da gebe ich euch recht. Ja, das Ganze ist einfach im Prinzip so gesehen. Ich sag's mal so, die ganzen Dataminer leaken das zum einen. Zum zweiten ist es logisch, dass wenn eine News offline geht, danach etwas Neues kommt und speziell nach einem Teaser sollte dann direkt das kommen, was angeteasert wird. Und das in dem Fall, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, mit Angel Gold Freezer, geht diese News offline am 15.03. 2 Uhr AM PDT. Das ist die amerikanische Zeit. Wenn wir das Ganze zu uns quasi zu unserer Zeit umstellen, ist das 10 Uhr morgens und ja, logischerweise ist da eine Wartung angesetzt und nach der Wartung kommt das Ganze. Aber das wollte ich nochmal kurz hier an der Stelle wissen lassen für alle, die sich das fragen. Ey, woher wissen die ganzen Jungs eigentlich, woher haben die das? A, durch den Daten, zweitens durch den Ablauf der News und drittens ist es schon quasi ein bisschen, ja, wir sind im dritten Jahr von Dokkan, ist quasi ein bisschen reine Routine geworden. Da wissen wir mehr oder weniger, wann genau was kommt. Und da sehen wir uns dann quasi auch die News an, wie gesagt, wann das Ganze abläuft, wann das Neue kommen soll, speziell nach der Wartung sollte alles online gehen. Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, Angel Golden Freezer Dokument kommt 15.03. nach der Wartung, Donnerstag, diesen Donnerstag um 10 Uhr morgens. Zudem kommt das Update 3.8.1, ganz wichtig, gerade fällt es mir ein. Falls ihr euch fragt, das habe ich hier nämlich hier gefragt bekommen, alles berechtigt, kommt auch das Hidden Potential Update raus. Das Hidden Potential Update ist, wo wir nicht mehr alles einzeln anklicken müssen, sondern den ganzen Pfad wählen können. Schwierig, ich habe hingeschrieben, in der japanischen Version kam das zum Update 3.8.2. Wenn sie es nicht vorziehen zum Update 3.8.1 diesen Donnerstag im globalen Dokkan Battle, dann kommt es voraussichtlich erst nicht. Wie gesagt, ich hoffe auch darauf, dass sie es vorziehen. Ansonsten müssen wir auf das nächste Update warten, 3.8.2. So viel zum Hidden Potential. Und an der Stelle hoffe ich auch, das Video hat euch gefallen. Und bevor ich mich hier verplappere, wenn ich das Ganze, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.